Worum es heute hier geht, weiß ich selber noch nicht so ganz, aber wir werden es auf dem Weg herausfinden. Beziehungsweise ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel lesen. Egal, wir sehen uns nach dem Intro. Meine Freunde, willkommen zu Talk am Sonntag, der Folge heute am 24. September. Ja, warum sage ich 24. September und nicht vierte Folge, was eigentlich ist? Ich habe beschlossen, ich werde ab jetzt Talk am Sonntag ein bisschen anders titulieren. Betiteln. So sagt man das am besten. Und zwar werde ich nicht mehr Episode 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 hinschreiben, sondern einfach nur noch den Talk am Sonntag und den Titel der jeweiligen Folge. Oder umgekehrt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum dieser Umbruch? Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass auf YouTube Videos, wo eine Folgenzahl hintersteht, die halt höher als 1 ist oder so, weniger geklickt wird als eine Folge, wo halt nichts dabei steht. Und deswegen will ich das ändern. Einfach damit halt mehr dieses Video sich angucken, die vielleicht auch neu sind. Weil Let's Plays wird das so beibehalten werden, weil das ist schon manchmal sinnvoll, wenn man die Folgen davor kennt. Hier ist nur, ganz ehrlich, ich laber hier jedes Mal über ein komplett neues Thema. Das ist ja egal, ob man jetzt die drei Folgen davor gesehen hat oder nicht. Finde ich zumindest. Könnt ihr, wenn ihr es anders findet, erzählt mir das ruhig. Ja, wieso habe ich kein klares Thema für heute? Kurze Erklärung, ich schreibe morgen meine letzte Klausur für diese Phase und bin noch ziemlich im Lernstress, deswegen werde auch gleich, nachdem ich die Folge fertig geschnitten habe und sie im Upload ist, direkt weiter lernen. Und ja, deswegen hatte ich nicht so wirklich den klaren Kopf, die letzten Tage mir irgendwas zu überlegen. Sorry. die Folge wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer werden als die letzten, wahrscheinlich wirklich nur so 15 Minuten oder so, aber ich habe mir überlegt, als Entschuldigung, liefere ich vielleicht einfach nächsten Sonntag schon die nächste Folge hinterher, bis wieder was Ordentliches. Naja, ich habe mir ein paar Themen tatsächlich hier ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, ja, da kannst du auch ohne Vorbereitung vielleicht ein bisschen drüber reden, und ich würde sagen, ich entscheide jetzt einfach mal, womit ich anfange. Oh, ein Thema, was mir schon die letzten Tage immer mal wieder hochkam, wenn ich an Talk am Sonntag heute gedacht habe, worüber ich reden kann und so, war tatsächlich Science Fiction als Genre und vor allem in Bezug auf Film und Fernsehen und wie es sich gewandelt hat so ein bisschen. Ich habe ja letzte Woche im Nostalgie-Video ja schon erzählt, dass ich sehr von Science Fiction geprägt bin, dass es eins meiner liebsten Genres überhaupt ist, medienunabhängig. Aber nicht alles Science Fiction. Was meine ich damit? Ich bin groß geworden, indem ich halt. Ich wurde von meiner Mutter sehr früh an Raumschiff Enterprise rangeführt und. Ja, was soll man sagen? Es war sowas wie eine Liebe auf den ersten Blick. Seitdem habe ich jede Star Trek-Serie schon mal durchgeschaut und. Boah, als Star Trek Enterprise kam im Fernsehen, so in den 2000er Jahren, das war die erste Star Trek Serie, die neu war, die ich von Anfang an mitbegleiten konnte. Das war für mich, das war die Serie, aber egal. Man hatte dann natürlich noch neben Star Trek noch andere Franchises. Natürlich, ganz wichtig noch, Stargate kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit, wie ich finde, teilweise. Auch ein super Franchise, für die es nicht kennen. Stargate spielt in der jetzigen Zeit mehr und es geht um ein Projekt der US Air Force. Die haben ein Stargate gefunden, also einen großen Ring, mit dem sie auf andere Planeten reisen können. Und die erkunden das dann, finden natürlich auch Feinde, es kommt zu Action, Kämpfen und so. Es sind sogar zwei Ableger aus der Serie entstanden, Stargate Atlantis und Stargate Universe. Universe lässt sich tatsächlich drüber streiten, wie man es findet, und Stargate Atlantis ist extrem gut geworden. Aber egal. Und dann gibt es natürlich noch Serien wie Firefly und so. Aber was mich immer an an Science Fiction interessiert hat, war tatsächlich so ein bisschen das Inspirierende, warum ich auch letzten Endes beim Studium gelandet bin. Also der Raumfahrttechnik. Science Fiction hat mich immer inspiriert. Jetzt nicht, also mir war schon sehr früh klar, dass natürlich sowas wie Beamen, Warp-Antrieb und so, das ist eine
auch jetzt immer noch Zukunftsfantasien. Es war nie so, dass ich gedacht habe, ich studiere irgendwann Raumfahrttechnik und reise dann wirklich zu einem Planeten und erforsche die. Aber es hat mich halt inspiriert, diese Forschung voranzutreiben. Was wir mittlerweile feststellen, oder für, was heißt wir, ich feststelle, wenn man sich so moderne Science-Fiction-Serien, Filme anschaut, man sieht eine Veränderung. Das ist nicht mehr so eine leuchtende Zukunft mit zum damaligen Zeitpunkt natürlich unvorstellbaren Technologien und so, sondern es heutzutage sind die Technologien sehr realistisch gehalten, also in Anführungszeichen realistisch gehalten. Und vor allem ist häufig das Setting viel düsterer. Ich meine, das gab es auch damals schon. Gab es Science Fiction, das düster war. Minority Report. Blade Runner war, glaube ich, auch ein bisschen düster. Also der alte Film. Ich meine schon. Ja, auf jeden Fall sowas. Also es gab natürlich auch das Düstere. Aber ich finde zur Zeit übermannt das Düstere. Es gibt nichts mehr neues, modernes Science-Fiction in Film und Fernsehen, was halt so eine leuchtende Zukunft vorherzeigt und was einem inspiriert und so, was ich ziemlich schade finde. Also zumindest fällt mir gerade nichts ein. Wenn ihr natürlich was wisst, schreibt mir das gerne. Also ich bin immer offen für neue Serien und so, die ich gerne schauen kann. Aber wie gesagt, ich finde das, und ich finde es halt schade, dass aber so vieles moderne Filme und Serien so ein dystopisches Setting haben. Und mir fehlt da diese Inspiration, die man da rauszieht. Man könnte jetzt natürlich sagen, es soll dazu inspirieren, dass unsere Zukunft halt nicht so wird, nicht so dystopisch und so. Aber ich persönlich finde es schwieriger, wenn man halt sich etwas vorstellt, worauf man hinarbeiten will oder nicht hinarbeiten will, ist halt, finde ich es persönlich einfacher, die Motivation zu finden, auf etwas hinzuarbeiten, was schön ist, als die Motivation zu finden, unbedingt etwas zu vermeiden, was nicht so schön ist. Weil ich finde, das Zweite ist immer anstrengender als das Erstere. Was heißt immer, also in den meisten Fällen. Und ja, mir fehlt das heutzutage tatsächlich. Ich schaue gerne natürlich auch über Streamportale und so die alten Star Trek-Serien und Filme. Stargate schaue ich halt immer wieder gerne zwischendurch und so ein Kram. Aber mir fehlt halt mal so was Neues. Ja, Star Trek Discovery habe ich auch geguckt natürlich. War eine neue Star Trek-Serie, aber bei der zweiten Staffel haben sie es ein bisschen geändert, aber die erste Staffel war jetzt auch nicht unbedingt das Gegenteil von einer Dystopie, sag ich mal. Es war jetzt nicht dieses krasse Dystopische, man hatte immer noch ein bisschen halt diese Sternflotte, die halt die Star Trek-Zukunft, die in den alten Serien drin waren, aber es war halt wegen dem Kriegssetting und so schon um einiges düsterer. Und auch, mir fehlt auch tatsächlich in modernen Serien und Filmen, so Case of the Week Folgen. Also, ich gucke auch gerne Staffeln, die halt eine durchgehende Handlung haben, wo die Staffel eine ganze Handlung erzählt. Aber ich habe auch echt Freude daran, gerade so, wenn als Serien zu schauen, wo man sich einfach mittendrin eine Folge aussuchen kann. Man muss nicht wissen, was davor kam. Man muss nicht dranbleiben, um die Fortsetzung zu wissen. Das ist die Folge erzählt eine abgeschlossene Geschichte. In dieser Folge selber kommt vielleicht etwas für einen staffelübergreifenden Arc mit rein. Aber man kann sich halt die Folgen auch für sich anschauen. Und ich finde, sowas macht auch Serien aus. Und das, ich meine, ja, man geht halt mit der Zeit, ne? Die ganzen großen Serien heutzutage, Game of Thrones, Walking Dead. Und es gibt ja noch viele mehr. Stranger Things ist ja zurzeit auch so ein Hype. Das ist auch eine gute Serie, das habe ich auch gesehen. Aber also alle großen Serien gehen heutzutage halt mit diesen staffelübergreifenden Story Arc. Oder manchmal auch serienübergreifenden Story Arc. Und ja. Deswegen werden auch mehr Serien so gedreht, weil es ist erfolgreich. Und deswegen wurde das Case of the Week Ding ein bisschen abgeschafft, glaube ich. Hast natürlich immer noch so Krimiserien, wo das immer noch aktuell ist, immer so Case of the Week, alles. Aber ja, ich finde es
Also meine ich, immer zurückzukommen. Ich finde es halt schade, dass halt Science Fiction heutzutage immer so dystopisch sein muss. Und so ernüchternd und deprimierend teilweise. Ich meine, du kannst ja auch dieses... man muss diesen Big Bad an Regime-Gegner vernichten, ja trotzdem einbauen und trotzdem es ein bisschen heller machen. Ich meine, Beyond Good and Evil habe ich ja gespielt hier auf dem Kanal. Das ist okay, ist natürlich auch ein bisschen kindlich gehalten, zugegebenermaßen, aber es ist ja trotzdem so, man hat ja dieses böse System der Regierung und so, die versucht, die Welt zu unterdrücken, natürlich fremdgesteuert durch, boah, wie hießen die nochmal? Ich fällt gerade nicht mehr ein, wie die Wesen hießen. Die Dooms. Die Doms? Doms. Sie oder so. Hatte man auf jeden Fall. Trotzdem hatte die Welt an sich, fand ich... ich fand die Welt schön. Also es war schön hell. Du hattest echt so das Gefühl, boah, in dieser Welt würde ich gern leben. Einmal natürlich abgesehen von den Regime, aber was ja am Ende eh weg war. Ich mag, finde auch dieses... immer dieses Setting so aller, wie jetzt auch Cyberpunk sein wird, wenn es nächstes Jahr kommt. Dieses, man hat diese Stadt überall Werbeanzeigen und die, es kommt kaum Licht mehr rein, weil die Sonne halt nicht so tief strahlen kann, weil die Gebäude so hoch sind und so. Keine Ahnung. Ich will in der Zukunft nicht so leben. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich hab's dann lieber so, klar, wenn es ein bisschen moderner ist. Und das fand ich halt bei Beyond Good and Evil so schön. Du hattest diese Stadt, die halt von der Zukunft geprägt war. Du hattest halt die ganzen Hovercrafts und Raumschiffe und du hattest auch tatsächlich diese holographischen Werbetafeln und so überall. Aber es war trotzdem immer noch eine helle Umgebung, in der ich fand, es schön wäre zu leben. Und das vermisse ich halt im neuen Science Fiction. Also mich packt auch dieses Dystopische gar nicht so sehr. Ich gebe offen zu, ich bin einer der wenigen, die wahrscheinlich nicht wirklich zurzeit einen Anreiz haben, Cyberpunk zu spielen. Also das Spiel interessiert mich zurzeit einfach nicht. Einfach weil, wegen der Stimmung vor allem, die da so gezeigt wird. Keine Ahnung, ich vermisse das. Also, klar, die Mehrheit mag das, sonst würde es ja nicht gemacht werden. Aber ich vermisse da so ein bisschen dieses weitere Spektrum wieder. Ich bin mal gespannt, ob sich das vielleicht ändern wird. Ich meine, bei Star Trek kommt ja nächstes Jahr Star Trek Picard noch als neue Serie. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen Hoffnung. Der Trailer war zwar auch relativ düster aufgebaut, aber vielleicht gibt es da Hoffnung, dass die Serie dann doch ein bisschen heller wird. Vor allem, weil die vielleicht aus Star Trek Discovery gelernt haben. Wie gesagt, Star Trek Discovery hatte ja in der ersten Staffel dieses extrem düstere Setting. Und Star Trek Discovery ist ja auch echt nicht so gut angekommen bei der Fanbase, obwohl ich die Serie jetzt nicht so schlecht fand. Aber dann haben sie ja in der zweiten Staffel, ist das ganze Setting so ein bisschen fröhlicher und heller geworden. Und das kam auch viel besser wieder an. Vielleicht haben sie, ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben und bei Star Trek Picard nicht wieder dieses komplett düstere machen. Das wäre begrüßenswert, würde ich sagen. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wie es bei der Spielebranche ist. Zum Beispiel, ich meine, Beyond Good and Evil 2 ist eine Entwicklung. Man hat ja auch schon ein bisschen was gesehen. Und ich habe das Gefühl, also ich hoffe, dass die nicht mit diesen komplett düsteren gehen. Wobei das, was ich bisher gesehen habe, meine ich nicht so war. Also es war nicht unbedingt komplett düster, also von den Trailern und so. Weil man kann ja auch eine gute Mischung machen. Nehmen wir zum Beispiel Star Wars. Du hast ja immer die Möglichkeit, düstere Welten und hellere Welten zu kombinieren. Ich meine, guckt euch die Seed auf Naboo an, mit den ganzen Wiesenfeldern und so, diese schönen Landschaften. Und dann hat man Coruscant, eine düsterer Stadtplanet, wo, klar, die oberen Ebenen sind noch relativ hell, weil die halt im Tageslicht sind, aber je weiter man runterkommt in die Ebenen des Stadtplaneten, desto düsterer wird es. Und da ist dann auch wieder das ganze Gesindel, sag ich mal, was da rumhängt. Ja. Und ich finde, diese Mischung fehlt. Ich würde es schön finden, wenn wieder mehr so Mischung kommt. Und ich muss auch sagen, Science Fiction muss meiner Meinung nach nicht immer
so realistisch wie möglich sein, was es heutzutage ja ist mit der Technologie, wie Schiffe fliegen und so. Man kann auch ein bisschen was Unlogisches einbauen, was einfach cool ist, wo du halt davor sitzt und denkst, boah, das wäre geil, wenn wir irgendwann so eine Technik haben. Ich finde, das wird halt auch immer weniger. Na, ich weiß nicht, wie steht ihr zum Thema? Habt ihr überhaupt was mit Science Fiction zu tun oder ist das ein Genre, was euch wirklich so null interessiert? Kann ja auch sein. Ich meine, jeder hat seine eigenen Präferenzen, muss man ja sagen, aber wenn ihr euch für Science Fiction interessieren solltet, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Thema seht. Seid ihr vielleicht ein Fan davon, dass alles dystopisch wird? Gibt's ja auch. Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Also sollte jetzt das, was ich erzählt habe, war so aus meiner Sicht. Ich finde es halt für mich schade, weil ich dadurch weniger Serien, Filme, Spiele habe und so, die mich so wirklich catchen. Aber andere Leute, die, oder immer die Mehrheit, wenn halt alles zur Zeit in die Richtung geht, mag das halt und findet das cool. Und ja, sollen es ja auch ruhig haben, ne? Aber wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare, was ihr selber dazu denkt. Und warte, diesmal muss ich es richtig machen. Guckt ihr das Vorschaubild in der Kamera an? Rechts kommt die Endcard. Ja. Yeah. Nein, hier. Warte. Hä? Da. Doch, da. Da hier kommt die Endcard. Ich hoffe, diesmal habe ich es bekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ja, ich sag das jetzt mal nicht so auch am Ende. Und ja, vielleicht sehen wir uns schon nächste Woche zum nächsten Talk am Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.